Hallo. Hallo, im Unsernonetal. Wir haben unlängst einen Ausflug ins Unsernonetal gemacht, oder genauer nach Locco, um das Museum und die Mühle zu besuchen, wo noch immer Maiskörner gemahlen werden. Mir gefällt dieses enge, wilde und steile Tal, das voller Geschichten und Geschichte ist, so wie vor Rebbergen und Kastanienbäumen strotzt und wo es typische und interessante Häuser und auch ganz besonders Ruhe gibt. Dieses Dorf war bereit im 16. Jahrhundert für den Anbau von Roggen und dessen Verarbeitung durch die Dressenmacherinnen zu Dressen und Strohhüten bekannt, die nach Italien, Frankreich, Deutschland und USA exportiert wurden. In Russo verkauften die Dressenmacherinnen ihre Dressen am Mittwoch und in Locco am Dienstag, vor allem an Grossisten, Hutmacher und manchmal auch an nicht aus dem Tessin kommende Händler. Die außergewöhnlichsten Hüte wurden in allen wichtigen Städten der Schweiz verkauft. Die Hüte aus dem Unsernonetal haben nationale und internationale Preise gewonnen. Die Dressen wurden bis zur Einführung der ersten Nähmaschine im Jahr 1878 von Hand genäht. Leider wurde der Handel damals ziemlich durch die Hutmacher im Unsernonetal sehr ungünstigen Zolltarife behindert. Sogar der Schmuckel von ca. 10.000 Hüten durch Händler in Locco im Jahr 1757 ist dokumentiert. Die ganze Ware wurde von 44 Frauen auf den Schultern getragen. Es scheint, dass im Jahr 1870 von 365 Einwohnern 280 arbeiteten. Dieser Arbeitszweig ging nach dem Zweiten Weltkrieg verloren, aber man spricht noch heute von einem neuen Impuls in den Werkstätten für Handarbeit. Dem Schriftsteller deutschen Ursprungs, Redaktor und Herausgeber von literarischen Zeitschriften Alfred Andersch, der mit seiner Frau Gisela seit 1958 in Berzona lebte, wird ein wichtiger Teil der Ausstellung gewidmet. In seiner Jugend erlebte Andersch die Freiheit als Utopie und anzustrebendes Ideal. Er hatte anscheinend große Konflikte mit seinem Vater, der ein preußischer Offizier war, während Andersch 1930 Führer der Kommunistischen Partei wurde. Er war deshalb während 6 Monaten im Konzentrationslager Dachau und 1940 wurde er in die Wehrmacht eingezogen, aus der er am 6. Juni 1944 flüchtete. Hier ist ein kleiner Auszug aus Kirchen der Freiheit. In der Mulde des jenseitigen Teilhangs fand ich einen wilden Kirschbaum, an dem die reifen Früchte glasig und hellrot hingen. Das Gras rings um den Baum war sanft und abendlich grün. Ich griff an einen Zweig und begann von den Kirschen zu pflücken. Die Mulde war wie ein Zimmer, das Rollen der Panzer klang nur gedämpft herein. Sie sollen warten, dachte ich, ich habe Zeit, mir gehört die Zeit, solange ich diese Kirschen esse. Ich taufte meine Kirschen, Ciliegie Deserte, die verlassenen Kirschen, diese Deserteurskirschen, die wilden Wüstenkirschen meiner Freiheit. Ich aß ein paar Hände voll, sie schmeckten frisch und herb. In Sansibar oder der letzte Grund stellen 5 Personen eine Generation oder eine Weltanschauung dar. Diese Menschen, die sich in Rerik, einer Hafenstadt an der Ostsee, befinden, zeigen in Zeiten der Not, hier während des Nationalsozialismus, dass ein solidarisches Verhalten möglich wäre oder möglich gewesen wäre. Max Frisch lebte übrigens auch in Berzona.
In seinem Buch »Der Mensch erscheint im Holozän« lässt er seinen Herrn Geiser im Unsernonetal ein sintflutartiges Gewitter erleben, das große Ängste auslöst. Er schrieb übrigens auch den Nachruf von Alfred Andersch. Auch Golomann, der Sohn von Thomas und Katja Mann, hat dort ein Haus gehabt. Ich füge hier den Link zu einem Artikel in Ticin Arte bei. Ich danke vielmals.